Hi, ich bin der Günther, ich aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Beim letzten Mal haben wir uns eigentlich die ganze Folge durchgehend über irgendeine Scheiße aufgeregt, die das Spiel in irgendeiner Form lächerlich macht. Nehmen wir, dass wir gezwungen wurden, ein zweites Pokémon mit im Doppelkampf zu nehmen, die neuen Spezialattacken für Evoli, die einfach viel zu overpowered sind, eine Route ohne einen einzigen NPC und manches mehr. Und heute machen wir, nachdem wir die Arena letztes Mal gesweept haben, weiter. Moin. Ich kümmere mich hier um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, will ich scannen, die Obhut eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Du hast bisher 31 Pokémon gefangen? Oh, ich glaube, man braucht 30, um das hier zu bekommen. Man bekommt hier einen Bisasam geschenkt. Mit sehr guten EV-Werten. Ursprünglich hätte ich das bei der ersten Klang vermutlich sogar ins Team genommen. Es wiegt 6,9 Kilo. Ich meine, okay, meins jetzt leider anscheinend nicht, aber normalerweise wiegt Bisasam 6,9 Kilo. Und ja, Bisasam bekommt man hier geschenkt auf Level 12. Details. Hier das Moveset, naja, okay, ich dachte irgendwie, das hätte richtig gute EV, aber so krass sieht es nicht aus. Und ich habe gerade beim Wesen vom Bisasam erst Frosch anstatt Porsche gelesen, was irgendwo auch gepasst hätte. Naja, machen wir weiter. Man kann alle drei Starter auf so eine Weise geschenkt bekommen. Es geht wirklich nur darum, Pokémon zu fangen, egal von welcher Spezies. Und ja, hier haben wir noch einen Fahrradladen, in dem viel abgeht. Ist meine Sammlung nicht krass? Ich lass dich nicht fahren, aber guck sie an. Ja, hier passiert nichts krass. Ich würde auch sagen, wir halten uns hier gar nicht mehr lange auf. Falscher Button. Sondern gehen weiter. Ach stimmt. Hier kommt ja erstmal der Kek. Ist Pokémon, ist er Chip? Ja. Der ist nicht schlauer geworden seit dem letzten Mal. Krass, ne? Jetzt sweepen wir ihn kurz wieder. Oh, ein Taubsi. Ist ja schade, dass Evoli keine Elektroattacken erlernen kann, ne? Ja, die Spezialattacken sind super. Weil wir vorher nicht overpowered genug waren. Also ich glaube wirklich langsam, der Run ist gefühlt einfacher, als wenn ich auch andere Pokémon mittrainiert hätte. So, noch ein Level-Up für Evoli. Pflanzen-Pokémon. Blöd, dass unsere Elektro-Attacke da nicht... oh, warte, Sekunde. Wir können noch eine tolle Spezialattacke machen, weil da so ein Symbol war. Ja. Das ist im One-Hit-Hit wahrscheinlich so ziemlich alles. Oh, dagegen haben wir ja tatsächlich nichts sehr Effektives im Team. Wo One-Hitten werden wir es trotzdem? Oh, es nutzt auch ruckzuck die Scheiße. Krass. Das war ein spannender Kampf, würde ich behaupten. Und ich behaupte viel, wenn der Tag lang ist. Vieles davon stimmt nicht. Das auch nicht. Was will? Sorry, dass ich hier ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein bekannter Pokémon. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Der hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich nicht gesehen habe, Alter. Aber als ich angekommen bin, ich schwöre, Digga, der Pokémon, der war nicht da. Plötzlich stand ich vor dem Pokémon, das hat geredet wie ein Mensch. Ey, bleib doch weg, Digga. Ja, der Typ ist besoffen und... Ey, Evoli. Ja, wir haben ihn zusammengeschlagen. Ich glaube, du brauchst nicht noch mehr Selbstvertrauen, Evoli. Du hast genug. Und ist
hier im Hintereingang zufälligerweise. Ich meine, du musst wissen, ob deine Raumsituation das mitmacht, I guess. Ich hinterfrag's nicht. Oh, nix im Haus. Was sonst? Dann muss hier ja wohl ein Hintereingang sein, so. Stör dich nicht dran. Ich gehe nur kurz durch und klau was aus deinem Hintergarten. Aber weil es in einem Pokéball ist, ist es legal. Oh, stimmt. Sonderbonbon. Habe ich davon nicht schon mal eins gefunden? Die sind in dem Run doch irgendwie auch recht praktisch. Da muss man sich eh nicht entscheiden. Ah, das erhöht dauerhaft die Defense. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, die ein bisschen zu sparen, aber komm. Wir müssen jetzt nicht so dringend. Sternschauer, ich bezweifle, dass ich es mitnehme. Mein physischer Angriff ist deutlich stärker als ein spezieller. Die Attacke ist nicht so stark. Das Einzige, was die halt als Vorteil hat, ist, dass sie auf jeden Fall trifft. Ja, nochmal 2 Level für Evoli obendrauf. Damit wir overpowerter sind. Hätten wir natürlich gespart bis Level 50 oder so, dann wären die Sonderbonbons theoretisch mehr wert gewesen. Aber wie gesagt, haben wir das nötig? Ich denke nicht. So, und jetzt kümmern wir uns um die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen tollen Preis, aber das musst du erstmal schaffen. Soll ich dir was sagen? Das schaffe ich mit nur einem Pokémon. Jetzt mal for real, diese neuen Spezialattacken sind halt so broken, als ob nicht Kopfnuss eh schon alles zerstören würde. Der einzige Nachteil an denen ist halt wirklich, dass ich glaube Knisterladung und Blutsauger waren es beide speziell sind und mein Evoli stärker ist. What the fuck, habt ihr die Lebensleiste gesehen? Ja, das hat ausgesehen, als hättest du nur literally 2 Frames gebraucht, bis es leer war. Das Ding war nicht nur einmal tot, es haben wir gleich 3-mal getötet. Nächste Runde. Aber das Ding war auch nur auf Level 9, also. Okay, ich glaube, man soll eigentlich auch vor der Arena das hier machen. Aber scheiß drauf. Da war die Arena herausfordernder und damit meine ich, wir hätten trotzdem kein Heil-Item gebraucht. Und wirklich schwierig wird das hier wohl nicht. Seht ihr, hier ist die Lebensleiste deutlich langsamer leer gegangen. Ganz kritisch. Das Blutzug ist wirklich ganz tot. Ja, das ist eigentlich jetzt wirklich dasselbe wie immer. Wir laufen durch Spam-Buttons und schaffen es easy, weil das keine Herausforderung ist. Also läuft's bei uns heftig. Ja, ich überlege gerade, gibt es irgendwas, über das ich groß talken kann. Ich wüsste nicht wirklich, was das auf dem Channel passt, muss ich sagen. Ich meine, es läuft alles im Moment so seinen Gang. Man merkt, ich lag. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich das aufnehme, auch wenn ihr das Video wahrscheinlich nicht so bald sehen werdet, hatte ich gerade 2 Tage ohne Upload auf dem Channel, beide Tage nur auf dem anderen hochgeladen. Heute kommt dafür dann wieder eine Walross-Edition. Also ja. Allgemein, die Walross-Edition 5 läuft verdammt gut. Ich merke schon in den ersten 24 Stunden schon immer rund 100 Klicks und im Verlauf von 1-2 Wochen sind es dann auch über 200 in der Regel. Und so durchgehend 200 Klicks bei meinen Videos finde ich schon krass. Ja, Mogelhieb halt. Übrigens, wir müssen jetzt hoffen, dass wir noch nicht Level Up 3 HP bekommen. Die Brücke ist unfassbar schwierig. Wir sind jetzt auch schon beim letzten dieser krassen Trainer. Ich glaube inzwischen aber auch hier, Let's Go Evoli ist wahrscheinlich eines der entspanntesten Projekte auf dem Channel. Hier ist nichts groß mit Tryharden und allem.
Es ist nicht so aufwendig für mich aufzunehmen. Und die Switch überhitzt mich gefühlt nach alle 15 Minuten in anderen Projekten. Es ist halt wirklich das große Problem an New Pokémon Snap im Moment, dass ich das Game nicht gescheit stoppen kann, ohne dass das Ding die ganze Zeit überhitzt. So, damit haben wir auch die HP wieder und haben den letzten Trainer auf der Brücke besiegt. Krass. Was für eine schwere Challenge. So, jetzt sind wir bei dem Cake. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dieser großartige Preis ist für dich. Ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Übrigens, und das bleibt unter uns, möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Hey Team Rock, von Team Rocket benutzt die Pokémon dazu, unsere 15 Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Mach mit! Seltsam, sieht aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Dann muss ich wohl etwas überzeugender werden. Ja, noch ein seltsamer Team Rocket Cake, der uns vorher McChicken Nuggets spendiert. Zeit, nochmal 2 Pokémon zu one-hitten. Team Rocket ist schon sehr krass. Aber man muss auch sagen, Pokémon-Spiele sind halt sehr realistisch. Alleine, dass es möglich ist, literally die Mafia auszulöschen und der Champion der gesamten Region zu werden mit einem einzelnen Pokémon, sagt vieles aus. Morgan, kastiert. Das könnte tatsächlich... Überleg grad. Ich nehme Crystalladung, weil ich glaube, das Ding ist stärker als speziell. Ja, wenn es überlebt hätte, wäre es paralysiert gewesen, also... Ja, haben wir noch wen gesweept. Und man sieht an den Leveln, man hätte hier vor der Arena hin können sollen. Und dann könnte das deine letzte Karriere bei Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. Ja, alternativ um sich Team Rocket auch einfach. Hallo, guck mich an, du Haufen. Er hat mich aus dem hohen Gras beobachtet. Selfie, Alter. Ich hab dich gar nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob ein Flug-Pokémon so eine gute Idee gegen mich ist. Oder ein Pflanzen-Pokémon. Oder ein Wasser-Pokémon. Sekunde, ich bin da drinnen. Also, ein Boden-Pokémon wäre nicht gut, ein Gesteins-Pokémon wäre nicht gut, ein Feuer-Pokémon wäre nicht gut, ein Eis-Pokémon wäre nicht gut, ein Pflanzen-Pokémon wäre nicht gut, ein Wasser-Pokémon wäre nicht gut, ein Flug-Pokémon wäre nicht gut. Und eigentlich alle anderen Pokémon wären auch nicht gut. Ja, Matchups! Ja. Wir haben jetzt länger drumherum geredet, als den Kampf zu kämpfen. Das Level ist schon wieder fast halb voll, das nächste. Ui, nervt mich. Ja, wir können auch gleich mal wieder ein Pokémon fangen, hatten wir heute in der Folge noch gar nicht. 3 bestimmt nicht Himbeeren. So, komm mal ran, einfach für ein bisschen EP. Übrigens 2. Gar nicht relevant, so, aber scheiß drauf. Bleib wenigstens drin. Danke. Sonst wäre ich zu dir nach Hause gefahren und hätte dich geschlagen. Ja, 46 EP, nicht viel. Aber es sind EP. Anton ist wahrscheinlich ein bisschen wertvoller. Und es kleinwüchsige LOL. Ja, wir haben 77 Pokebälle und 17 Superbälle. Da bleibe ich doch nochmal bei Pokebällen fürs Erste. Sehr guter Wurf. Komm, bleib drin, dann gibt's richtige Erfahrung. Jawoll! Es ist das Erste seiner Art. Es ist winzig. Fabelhafter Wurf. Oh. Seht ihr das? 2 Gripsbonbons gibt's noch dafür. Taubsi kriegt Fetterfahrung. Aber auch Evoli 173. Das ist gut.
Das ist wirklich gut. Und jetzt verpisst ihr beiden euch wieder. Dir? Nämlich egal, ob es für euch ein Deal ist oder nicht, ihr habt nichts zu sagen. So, dann diese Geritz-Bonbons, die wir gerade bekommen haben. Und ich weiß, ich spreche das Wort komisch aus. Spezialangriff plus. Das ist mir sympathisch. Für meine Special Moves dann ein bisschen mehr Init noch. Das ist halt wirklich auch die Sache an dem Run. Ich kann alle solchen Items wirklich auf ein einzelnes Pokémon fokussieren. Das ist mein erstes Mauziel schon, oder? Obwohl, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Wäre halt schön, wenn es drin bleibt. Allgemein, erster Wurf mit fabelhaft bringt eigentlich immer gut EP, aber das Scheißteil bleibt nicht drinnen. So einfach fabelhaft im zweiten Wurf. Willst du mich baden? Hast du einen Schatten? Okay, hat es, aber der ist sehr verpixelt. Ich weiß, ich spreche das sehr oft an. Willst du mich gerade flachsen? Das Vieh will mich doch flachsen. Als ob es nicht drin bleibt. Danke. Das war jetzt echt unnötig. Und kostet halt viel Erfahrung. Im ersten bringt es halt nochmal einen guten Boost. Muss, glaube ich, ein bisschen mehr darauf achten, was für Bonbons ich noch bekomme bei dem, wenn ich welche fange. Weil es ist halt effektiv. So, nein, nicht das. Das da muss aus dem Team raus. Weil einfach, ich akzeptiere schlicht und ergreifend nichts außer Evoli. Ja, ne? Ne? Findest du auch gut, ne? Ne? Das magst du, ja? Ne? Irgendwie habe ich das Warum niest du, wenn ich hier bin? Warum niest du? Aha. Warum niest du? Es ergibt keinen Sinn. Friss! Ja. Ich hab wieder Quality Content. Geht das als Tierquälerei durch? Irgendwie nicht. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Lumanda immer noch so bad ist. Ich würde es gerne einen guten Trainer mitgeben. Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Muss schon mindestens genauso flam. Ja. Genau wie beim Bisasam, nur braucht man mehr Pokémon. Shiggy kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass wir das schon übersehen haben. So, Route 25. Und ich wollte gerade sagen, die Wanderer sind bei uns ja eigentlich hier schon ein Problem so. Aber jetzt, wo wir eine Wasserattacke im Moveset haben, ist auch das einfach nicht mehr wahr. Ich meine, wir haben in der ersten Arena das Onix auch schon mit nur Normalattacken ganz gut wegbekommen. Und jetzt haben wir eine Wasserattacke. Ich hab eben nochmal Special Attack geboostet mit den Bonbons. Ich spreche das Wort sehr seltsam aus, ich krieg's einfach nicht besser hin. 188 Erfahrung, Jogen! Es ist eine Menge. Und du bist auch eine Menge. Das soll heißen, dass du fett bist. Scheiß, oh Gott, das heißt sehr high level. Dann nehme ich lieber mal hier einen anderen Pokéball. Warte noch einen Moment. Hä? Ich hab komplett nach rechts gezogen. Ja, und dieses Mal ist es zu weit rechts. Dein Ernst? Wow. Ich zieh doch zur Seite! Willst du mich verarschen? Digga, ich wünsch grad, ich hätte eine Facecam.
Ich habe gerade literally hinter mich geschwungen, damit es dahin wirft. What the fuck, Dane? What the fuck? Das ergibt wenig Sinn, sage ich jetzt einfach mal. Da fangen wir den Scheiß Kino und hoffen, dass es besser klappt. Aber definitiv ohne Superball. So, bleib bitte einfach drinnen. Das Pokémon-Fang ist irgendwie seit dem Mondberg ganz sick geworden, muss ich sagen. Seitdem beginnen die Dinger effektiv zu nerven. Und das reicht für Level 22. Kriegen wir 3 HP bitte? Wir sehen's nicht. Wir sehen's nicht. Ich brauche 3 HP. Ja, ja, ihr seht's, wir haben 3 bekommen. 69 HP, woo! Ich bin zu gehypt über sowas, glaube ich. Ich bin zu gehypt über sowas. Eine Kapsel Spezialverteidigung, aha. Naja, wir gehen einfach weiter über die Route. Necken uns kurz das Item 2 Meter neben dir. Ich frag mich, warum nimmt der den Trank nicht und benutzt ihn gegen mich? Ah, stimmt. Weil er eh keine Gelegenheit zum Trank nutzen hat, weil sein Pokémon One-Hit tot ist. Da war ja was. Guck mal, am Link da. Wisst ihr noch die Aufzählung vor ein paar Kämpfen? Da habe ich auch von Boden geredet. Denn das Viech ist tot. Ja, gibt nicht so viel Erfahrung. Aber das nächste Level kann ein bisschen warten, solange wir 69 HP haben. Aber ja, die Folge nähert sich auch schon wieder ihrem Ende. Ich will die Let's Go-Folgen auch so bequem in Richtung 25 Minuten halten in der Regel. Also halbe Stück. Ich habe teilweise in anderen Projekten ja Folgen, wo es dann 45 Minuten lang wird. Das will ich in Let's Go wirklich nicht. Also da will ich schon so eine halbe Stunde als Maximum halten. Außer jetzt vielleicht ganz am Ende des Spiels, wenn wir die Liga machen oder so. Andererseits brauchen wir für die Liga wirklich länger. Ich bezweifel's. Ich bezweifle, dass wir für die Liga so lange brauchen, solange ich mein Moveset richtig anpasse. Und das Moveset in der Liga wird wahrscheinlich sowieso draus bestehen. Es gibt 4 Top 4 Mitglieder zu jedem Evoli-Typ in der Special Attack. Ich werde mir eine Attacke für jeden Trainer holen. Und dann damit alleine wahrscheinlich sweepen. Auch wenn ich da planungstechnisch ein bisschen gucken muss, dass ich nicht mit den 2 Typen dann in eine schlechte Situation gelange. Dass ich jetzt nicht zum Beispiel, schlechtes Beispiel, aber dass ich, das gibt's in der Draft nicht, aber dass ich zum Beispiel die Psycho-Attacke gegen Kampf-Top-4-Mitglied mitnehme und der dann auf einmal einen Kampf-Unlicht-Pokémon hat. Und ja, es gibt ein Kampf-Unlicht-Pokémon, aber nicht in einem Spiel, in dem nur Gen 1-Pokémon drin sind. Eher gesagt, es gibt mehrere Kampf-Unlicht-Pokémon, aber wie gesagt, nicht in Gen 1. Also, wir sweepen hier nebenbei gerade einfach die ganzen Trainer weg. Da drüben ist im Prinzip ein Doppelkampf, glaube ich. Der Kampf danach wird auch der letzte für die heutige Folge, nachdem wir hier nochmal ein paar Gesteins-Pokémon sweepen. Die Level werden wieder ein bisschen höher, aber wir sind trotzdem eindeutig drüber. Geduld setzen. Du ein. Ah, das wird kritisch für mich. Oh, wir haben es getötet. Das Spiel verleitet mich einfach dazu, so richtig arrogant sarkastisch die ganze Zeit zu sein beim Commentary. Oh, Kampf. Damit habe ich nicht gerechnet. Kampf ist im Moment definitiv der schlimmste Typ für uns.
ich in den Flackerbrand, weil wenn es nicht tötet, dann verbrennt es, halbiert den Angriff von dem Ding. Und wir nehmen 3 HP-Schaden und es stirbt durch Verbrennung. Mann, krass, dass das Ding super effektiv gegen mich ist. Da habe ich Respekt vor. Ah ne, die stehen nicht ganz richtig für den Doppelkampf. Die stehen nicht ganz richtig für den Doppelkampf. Ja, dann machen wir trotzdem noch die 2 Trainer, dann sind wir für heute fertig. Goldini, Wasser-Pokémon, das ist immer noch keine gute Entscheidung. Das Spiel ist halt wirklich so einfach, ich muss so wenig machen hier selbst in so einem Run. Es verleitet mich dazu, die ganze Zeit so richtig arrogant das Spiel zu trash-talken, weil irgendwas muss ich ja machen, gefühlt. Und ich kann dir ja nicht sagen, Alter, es war jetzt ein schwerer Kampf. Was soll ich jetzt tun, wenn ich alle Viecher mit einem Hit umbringen kann? Das Spiel ist nicht schwer und ich lasse das ja auch gerne raus. Ich lasse das ja auch gerne raus in dem Let's Play. Ich meine, es ist trotzdem ganz lustig so, ich bin komplett behindert. Well! Naja, haben wir die 3 Spieler zurück, verlieren aber welche. Wie viel verlieren wir? Ich find's auch schön, wie viel Damage die Gegner mir machen. Gar keinen. Fast jede Attacke macht so ziemlich 3 HP. Und von 69, da braucht man ein paar Hits, behaupte ich mal. So, damit sind wir dann fertig mit dieser Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Beim nächsten Mal werden wir dann den Pokémaniac besuchen, von dem gerade schon die Rede war. Und mal gucken, was da abgeht. Sprechende Pokémon bin ich als Mystery Dungeon Spieler sowieso mit vertraut, dementsprechend no problem. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.